Im Notfall schnell Hilfe zu bekommen, gehört zu den wichtigsten Dingen im menschlichen Leben. Die Kassenärztliche Vereinigung hat die Aufgabe, sogenannte Notfallpraxen im Land anzubieten. Sie haben den gesetzlichen Auftrag, den Menschen diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Kassenärztliche Vereinigung will jetzt 17 dieser Standorte schließen und damit wurden in den letzten Monaten, sofern das zur Realität wird, 30% der Notfallpraxen geschlossen. Das bedeutet, die Kliniken haben eine viel, viel größere Belastung, weil wenn ich in keine Notfallpraxis mehr kann, dann muss ich in die Notfallaufnahme der Klinik und das sorgt natürlich für eine weitere Belastung in einem System, das sowieso schon auf Kante genäht ist. Deshalb dürfen wir das so nicht zulassen. Die Kassenärztliche Vereinigung kann hier nicht über die Köpfe der Menschen hinweg so entscheiden und auch die Landesregierung darf dem nicht einfach zusehen. Der Sozialminister hat die Aufsicht über die Kassenärztliche Vereinigung und es ist seine Aufgabe, diese Aufsicht nun wahrzunehmen. Wenn ihr das genauso seht, dann gibt es heute die Möglichkeit, das zu zeigen. Um 13 Uhr, Altstadtweg 11 in Stuttgart, findet eine große Demonstration statt, wo wir gemeinsam zeigen, dass wir zu den Notfallpraxen im Land stehen und dass wir der Kassenärztlichen Vereinigung das so nicht durchgehen lassen. Heute 13 Uhr, Altstadtweg 11, Stuttgart. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei.